Wir sind hier gerade noch an einer geheimen Location, um ein Fahrzeug zu drehen. Wir dürfen euch noch nichts dazu sagen. Das Video dazu folgt nächste Woche. Jetzt geht es aber mit dem Kia auf eine Langstrecke, denn wir sollten eigentlich in 2 Stunden schon am Hockenheimring sein. Aber das werden wir auf gar keinen Fall schaffen. Und damit hey und willkommen zu diesem neuen Video hier bei Jonas. Wir wollten unbedingt auf die Veranstaltung, aber Kia hat uns auch eingeladen, an der 24-Stunden-E-Competition teilzunehmen. Und die ist am Hockenheimring, also müssen wir schnellstmöglich von Hannover an den Hockenheimring und das in der unmöglichen Zeit. Denn unsere Veranstaltungen in Hannover gingen jetzt bis 13.30 Uhr und 16 Uhr geht eigentlich das 24-Stunden-Rennen, beziehungsweise eher die Vergleichsfahrt los. Unmöglich also, in 2,5 Stunden dort zu sein. Der Battle-Route-Planner hat uns gerade gezeigt, wir würden 4,5 Stunden benötigen mit 2 Ladestops für 450 Kilometer. Schauen wir mal, wir fahren jetzt auf jeden Fall erstmal los. Der erste Ladestop soll nach 200 Kilometern sein, das Auto ist vollgeladen und wir haben hier den Kia EV6 in der Allrad-Variante und GT-Line. Und in diesem Video hier nehmen wir ihn eben nochmal mit auf die Langstrecke, aber wir nehmen euch auch mit zur 24-Stunden-E-Competition, sodass ihr mal ein Gefühl dafür bekommt, wie sowas eigentlich abläuft und nicht immer nur ein Ergebnis am Ende seht. Erster Ladestopp jetzt nach 160 Kilometer. Wir sollen von über 40% oder roundabout 40% auf 70% laden und das an Ionity. Leider ist die gerade komplett voll, so müssen wir 1-2 Minuten warten. Schade, dass Tesla hinter uns nicht frei ist, sonst hätten wir da laden können, aber hier fällt gerade ein e-tron weg und dementsprechend stecken wir da jetzt in dem Moment an. Der Verbrauch war in Ordnung mit 30 Kilowattstunden, auch wenn wir, ja, sagen wir mal so, nicht zu schnell gefahren sind, aber der Verkehr und die Baustellen und das Wetter haben uns da einiges gekostet. Jetzt stecken wir an, laden hier theoretisch nur 10 Minuten und fahren dann weiter. Minuten von 35 auf 69% und während ich das hier einspreche, springt es sicherlich auf 70% und wir können weiterfahren und das ist natürlich genial und es hat funktioniert. Während des Wintertests habt ihr uns erzählt, hey Jonas, nur bis 20% kann das Auto vorkonditionieren. Dementsprechend haben wir heute darauf geachtet, dass wir über 20% laden und siehe da, es hat funktioniert. Wir konnten zu Beginn mit 200 kW Ladeleistung laden und das, obwohl wir gerade jetzt nicht die wärmsten Temperaturen hatten. Nach der Autobahn, wie gesagt, nicht die besten Bedingungen heute. Und jetzt geht es weiter. Wir haben noch einen Ionity-Stop. Wir machen eben 2 kurze, versuchen währenddessen schnell zu fahren, auch wenn es eben die aktuelle Verkehrslage nicht wirklich hergibt. Aber wir fahren jetzt mal weiter, denn wir müssen einen Hockenheim bringen. Nach aktuellem Stand kommen wir 18 Uhr an. 16 Uhr ging die Vergleichsfahrt los. Ich bin ja mal gespannt. Nach 16 Minuten hatten wir jetzt gerade 68% erreicht und auf einmal lädt das Fahrzeug nur noch mit 33 Kilowatt. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber für uns ist es dementsprechend jetzt Zeit abzubrechen und wir kommen jetzt trotzdem an den Hockenheimring. Dann zwar nur mit 10% Puffer, aber das ist okay und es ist Wahnsinn, wenn man überlegt, dass wir jetzt von 10 auf 68% in 16 Minuten geladen haben. Das ist echt ein Wert, der sich für die Autobahn sehen lässt und das, obwohl wir ja jetzt auch mit unter 10% an der Ladesäule ankamen, lange Zeit mit weit über 230 kW laden konnten. Dann gab es irgendwann einen Abfall so auf die 180 kW. Das war so bei 50% Rate of Charge und bei 60 ging es dann auf 120 runter. Und jetzt eben der komische Abbruch. Und dementsprechend drücke ich jetzt auf Stopp und wir fahren weiter. Gerade mal
10% im Akku sind wir dann hier angekommen am Hockenheimring und hinter uns seht ihr schon das Fahrzeug, mit dem wir an der 24-Stunden-E-Competition vom ADAC teilnehmen. Ein Kia Niro EV. Der ausführliche Alltagstest zu dem Fahrzeug folgt schon bald hier auf dem Kanal. Abonniert also, wenn ihr es noch nicht getan habt, spätestens jetzt, um den nicht zu verpassen. Und ich darf morgen, denn es ist jetzt mittlerweile schon nachts und die Fahrer fahren ja schon seit einigen Stunden, mit dem Fahrzeug auch einige Runden hier am Hockenheimring drehen. Kevin darf auch noch mit, weil einige Fahrer ausgefallen sind und wir versuchen, so viele Runden wie möglich zu schaffen, um dabei ja einfach so wenig wie möglich zu verbrauchen. Die Fahrzeuge laden hier in den Boxen mit 20 Kilowatt, also nicht wirklich viel, und stehen dementsprechend eine Stunde bis anderthalb oder zwei Stunden hier, um zu laden, und dann gehen sie wieder auf die Strecke und das ist jetzt soweit. Freust dich? Ja, um 5 Uhr morgens, super. Nach einer kurzen Nacht im Hotel hier direkt am Hockenheimring sind wir jetzt schon wieder auf der Strecke. Kevin fährt gerade und ich hole noch die letzten Sachen hier aus dem EV6. Es ist dunkel, nass und extrem windig. Dementsprechend ja, schwierige Bedingungen für so eine Veranstaltung hier. Danach bin ich dran. Ich darf nachher in den Sonnenaufgang hineinfahren, 2 Stunden lang, um einen guten Verbrauchswert zu fahren. Die Autos sind hier überwiegend so mit 80, 90 km/h unterwegs. Es ist natürlich nicht das, was hier sonst passiert, wenn beispielsweise Formel 1 oder ähnliches am Hockenheimring sind. Aber dabei verbrauchen sie dann auch nur so 17, 18 Kilowattstunden. Also sie sind sparsam. Und zwischendurch wird geladen mit 20 Kilowatt Ladern, die hier direkt in den Boxengassen stehen, um so die Fahrzeuge wieder voll zu bekommen. Und ich habe so ein bisschen überlegt, was ist eigentlich das Ziel dahinter? Naja, man möchte halt über einen sehr, sehr langen Zeitraum konstant fahren, um zu sehen, wer das dann hinbekommt. Weil eigentlich müsste man ja meinen, profitiert so eine Veranstaltung auch von der Ladeinfrastruktur, und direkt nebenan sind von Porsche HPC-Charger. Eigentlich könnte man das ja, sollte man meinen, nutzen, aber das wird an der Stelle nicht genutzt, sondern jeder lädt gleich mit diesen 20 kW. Es ist ein Feld von 18 Fahrzeugen, quer gemischt von Elektrotransportern über E-Golf bis hin zum EQS, ist da alles dabei. Bei Nacht sieht es dann schon lustig aus, wir konnten solche gestern schon zeigen, und jetzt wird es aber Zeit, dass es hier mal hell wird und ich selber fahren kann. Und? Man sieht nichts. Wenn die Scheibe von innen beschlägt. So sitzen wir jetzt also auf dem Hockenheimring ohne Klimaanlage und ohne allen Hilfsmitteln sozusagen. Die Scheibe hinten läuft schon langsam an und ich fahre währenddessen hier auf die Haarnadelkurve zu. Der ein oder andere von euch wird es wahrscheinlich kennen von irgendwelchen ja, Rennserien, die man da ja so fahren kann, oder auch Rennspielen für diverse Konsolen. Und genauso fühlt sich jetzt hier auch an. Es ist echt ungewohnt. Ich war noch nie davor auf einer Rennstrecke, und das jetzt hier, indem man nicht mal rennen fahren darf, das ist schon echt seltsam. Aber es ist sehr interessant auf jeden Fall, hier sich so langsam einer Ideallinie zu nähern, die Kurven hier entsprechend zu fahren, zu schauen, wo gibt das Fahrzeug wie viel Energie ab, wie viel nimmt es wieder zurück. Die Rekuperation ist hier jetzt auf Automatik gestellt, sodass eben das Fahrzeug in manchen Situationen nochmal nachjustiert und ich nicht zu viel selber machen muss. Und dann schaut man hier einfach, wie man rumkommt. Und ich muss sagen, tatsächlich so ein bisschen hilft einem hier auch das Fahrsicherheitstraining vom ADAC. Kevin ist ja vorhin vor mir gefahren und er hat auch schon gesagt, man hat einfach so ein anderes Gefühl fürs Fahrzeug und man hat nicht so viel, ja, Angst will ich gar nicht sagen, aber so viel Respekt davor, wenn das Auto dann doch mal irgendwie untersteuert und irgendwo gegenlenkt und nicht das macht, was man denkt, dass es machen sollte. Und da hat man schon noch mal mehr Gefühl dafür, und wir waren ja in den letzten Monaten echt viel auf dem Trainingsgelände und dementsprechend hat man da jetzt hier einfach noch mal einen anderen Bezug zum Fahrzeug. Und wenn ihr das testen wollt, dann schaut unbedingt euch das Video an. Ich verlinke es euch mal oben in der Ecke, da seht ihr, wie wir das ADAC-Training eben speziell für E-Autos entwickelt haben. Und es muss ja nicht immer jeder auf die Rennstrecke gehen, sondern man kann das ja eben auch in einem Fahrsicherheitszentrum
machen. Und ja, die gibt es auch weiterhin leider erst einmal nur in Südbayern, denn wir haben das ja eben mit den ADAC-Fahrsicherheitszentren Südbayern gemeinsam entwickelt. Dementsprechend sind die auch die Ersten, die das Ganze zeigen. Schauen wir mal, ob das noch nach Deutschland oder in die anderen Zentren in Deutschland irgendwann kommt, denn die Resonanz von euch war ja gigantisch und falls ihr es noch nicht gesehen habt, schaut da unbedingt mal vorbei. Ich bewege mich jetzt hier langsam auf die Stadt Ziel geradezu. Hier rechts geht es in die Boxengasse. Wir fahren immer so Rundenzeiten von ungefähr 3 Minuten 40. Das ist wahrlich nicht die schnellste Zeit hier für den Hockenheimring. Wir haben vorhin gehört, das sind deutliche Zeiten unter 2 Minuten, die da normalerweise gefahren werden. Aber es geht ja auch nicht darum, hier besonders schnell zu sein, sondern effizient und so eine Mischung zu schaffen aus eben Effizienz und dann der Geschwindigkeit. Ich merke schon, dass mein Verbrauch langsam runtergeht. Ich hatte vorhin am Anfang so 21, 22 Kilowattstunden, je nachdem, ja, wie schnell ich gefahren bin, beziehungsweise dann halt direkt nach dem Start. Und das hat sich jetzt hier auch ein Stück weit geändert. Und ich habe jetzt einen Verbrauch von unter 20 Kilowattstunden und ich peile auch so die 18 an. Das hat Kevin vorhin geschafft, das war eigentlich ganz gut und er hatte ähnliche Rundenzeiten. Von dem her schauen wir mal, vor mir ist gerade ein Elektrotransporter, das ist schon ein sehr wildes Feld. Und davor ist der EQS, der natürlich einen Vorteil hat, wenn er mit einem vollen Akku startet, mit seiner Effizienz. Aber ich bin gespannt auf das Gesamtergebnis dann schlussendlich. Aber jetzt gehen wir hier erstmal noch in die nächste Kurve rein. Ich teste mich immer noch so ein bisschen an. Wie gesagt, ich bin weder der größte Rennfahrer, noch habe ich hier einfach die Erfahrung. Und so drückt es mich dann aus manchen Kurven auch am Anfang jetzt noch ein bisschen zu sehr raus. Aber ich habe ja 2 Stunden Zeit, mich hier an die Strecke zu gewöhnen. Und schauen wir mal, was dann der Verbrauch so sagt. Weiter ging es also auf dem Hockenheimring, einige Fahrzeuge überholen, aber auch mal überholen lassen. Hauptsache, man fährt den eigenen Stiefel und wir sind noch mit dem EV6 GT ein paar Runden über die Strecke gefahren. Nicht nur bei Nacht, sondern auch am Tag. Zum einen, um das Fahrzeug zu genießen. Ich hoffe, ich kann euch das irgendwann mal im Alltag zeigen. Nein, aber auch um die Fahrzeuge zu filmen, um euch hier so einen Eindruck zu geben. Es sieht einfach immer cooler aus, die Fahrzeuge in Bewegung zu sehen. Und so kann ich euch einen Eindruck geben vom restlichen Verlauf meiner 2 Stunden auf der Strecke. Wir sind sehr, sehr sportlich durch die Kurven gefahren, um da eben nicht an Geschwindigkeit zu verlieren und haben dann langsam raus beschleunigt, um bei der Beschleunigung nicht zu viel Energie zu verbraten. Und das ging eigentlich auch insgesamt sehr, sehr gut. Ich konnte so meinen Durchschnitt von 19,5 Kilowattstunden auf 100 Kilometer halten und Rundenzeiten von 3,15 bis 3,30 einfahren. Das hat euch aber wahrscheinlich gar nicht so sehr interessiert. Schlussendlich haben wir genügend Runden geschafft und hatten einen sehr, sehr guten Kurs. Wir waren zwischenzeitlich auf 1, als ich dann in die Box zum Laden kam, denn man muss ja immer wieder zwischenladen und wir haben uns unsere Box mit einem Kia EV6 geteilt, mussten also dementsprechend auch noch schauen, wann wir laden können und wann die anderen laden und so ging es dann für mich in die Box. Aber dann durfte ich auf einmal doch nochmal fahren, denn für den letzten Stint wurde ich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, dann auch die Zieleinfahrt mitzumachen. Also Auto entsprechend aufgeladen und noch einmal losgefahren. Und dann sollte es auf die letzten 2,5 Stunden in dieser 24-Stunden-Vergleichsfahrt gehen. Wir hatten einen sehr, sehr guten Start und das Fahrzeug ist genau so in den Prozentzahlen gefallen, wie wir das davor auch berechnet und kalkuliert hatten. Aber unter 40% ist das Fahrzeug viel schneller gefallen, als es davor der Fall war. Das heißt, von 60 auf 40% habe ich ungefähr eine Stunde gebraucht im Verhältnis und danach waren von 40 auf 20% auf einmal nur noch eine Dreiviertelstunde bei einem gleichen Verbrauch. Das war echt seltsam und so musste ich nochmal in die Box und eine halbe Stunde vor Zieleinfahrt zwischenladen, um so in diesen 24 Stunden nicht stehen zu bleiben. Wer dachte, mit 80 km/h über eine Rennstrecke zu fahren, ist langsam. Der saß noch nicht mit 30 km/h auf einer Rennstrecke, denn ich muss gerade so langsam hier drüber tuckeln, möchte ich schon sagen. Weil das Rennen erst vorbei ist, wenn ich die Zielfahne gesehen habe und die wird ab 24 Stunden gehisst. Und ich bin bei 23 Stunden 59 Minuten und 35 Sekunden drüber gefahren. Das heißt, kurz hinter mir wurde dann die Zielfahne gehisst und ich muss jetzt nochmal eine Runde schaffen, egal wie schnell, um durch Zielfahne zu unterfahren oder durchzufahren. Und danach muss ich noch eine Runde schaffen, denn man muss wieder bis in die Box kommen. Und da habe ich jetzt gesagt, okay, Tempomat auf 30 km/h, dann schafft man das schon irgendwie, denn ich habe nur noch 1% und da wird es hier ganz schön knapp. Zumindest die Zielfahne habe ich so ein bisschen im Blick, aber ich will jetzt nicht sagen, dass das Fahrzeug noch sonderlich viel Leistung von sich gibt.
Mit zunächst erst einmal 1% konnte ich also diese eine Runde mit 30 km/h bis zur schlussendlichen Zieleinfahrt 8 Minuten nach den 24 Stunden schaffen. Und danach ging es weiter mit 30 km/h über die Strecke. Ich kenne den Hockenheimring jetzt also sehr, sehr eindrücklich und kann euch da gut von berichten. Aber zumindest ging es mir nicht so wie einem anderen Teilnehmer, denn kurz vor der finalen Einfahrt in die Box gab es dann noch einmal eine gelbe Flagge, denn ein E-Soul ist leider liegen geblieben. Er hatte die letzten paar Runden oder die letzten paar Kurven, besser gesagt, nicht mehr geschafft und musste auf der Strecke abgeschleppt werden. Pech für ihn, aber wie sich am Ende rausstellte, sogar Glück für uns in der Platzierung. Ich kam dann mit am Ende gerade einmal 20 km/h die letzten Kurven und konnte mich so bis in die Box schleppen, wo ich dann von den anderen Teammitgliedern, aber auch den paar Zuschauern von euch, die an den Hockenheimring gekommen waren, in Empfang nahmen, um so zu feiern, dass es dann tatsächlich nur einen getroffen hatte, der liegen bleiben musste. Und so konnte ich in die Box fahren, um das Fahrzeug mit 0% im Turtle-Modus anzustecken, während die Gewinner schon längst auf die Siegerehrung warteten. So war man es lange, Mann. Also Jonas, der traurigste Zieleinlauf. Das war der traurigste letzten zwei Runden. Aber hey, zumindest sind wir nicht liegen geblieben wie der ESO. Jawohl. Ja, Fünfter in der Gesamtleistung und Dritter in der Gruppe, nachdem der E-Soul vorhin liegen geblieben ist. Das nenne ich mal noch einen gelungenen Abschluss, nachdem wir vorhin ja kurz zwischenladen mussten und ich dann die letzten zwei Runden mit ja nicht mal ganz 30 km/h gefahren bin, um eben diese eine Runde noch zu schaffen. Ich bin ganz happy mit dem Ergebnis. Schreibt immer in die Kommentare, was ihr von der Veranstaltung hier haltet, denn meiner Meinung nach ist die auf jeden Fall nur für die Teilnehmer. Die haben da ihren Spaß. Wir haben euch mal gezeigt, was hier so passiert. Das ist weder was, um die E-Mobilität nach vorn zu treiben. Das ist weder was, um extrem viele Zuschauer anzuziehen. Das ist einfach lustig für die, die hier mitmachen, für die Autohäuser, die Teams, die sich da anmelden. Das ist ein ähnlicher Eindruck von mir, wie wir es damals auch beim E-Cannonball hatten. Das ist einfach nichts, was zu sehr nach außen getragen wird, sondern das ist interessant für die Teilnehmer. Und wenn ihr jetzt sehen wollt, wie wir damals zum E-Cannonball gefahren sind mit dem Renault Megane E-Tech, dann schaut mal da oben vorbei und hier unten seht ihr den Kia Niro EV, so heißt er, nicht mehr E-Niro, wenn der Alltagstest schon online ist, und wenn nicht, dann gibt es ein anderes spannendes Video.